Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über The Elder Scrolls Online. Wie ihr wisst, gibt es TESO auf diversen Plattformen. Und eine davon ist Steam, der große Spielemarktplatz im Internet für den PC. Bisher waren die Reviews dort auch größtenteils positiv. Seit kurzem aber sieht es etwas anders aus. Innerhalb der letzten Woche wurde das Spiel überschwemmt mit negativen Bewertungen. So sehr, dass bei Aufnahme dieses Videos das Ganze schon auf größtenteils negativ steht. Also ich glaube die zweitunterste Bewertungsstufe, die Steam überhaupt hat. Wie kommt das? Derzeit treten massive Login-Probleme bei Nutzern von Steam auf. Alle anderen Systeme, Xbox, PlayStation, ich glaube Mac auch und der normale PC funktionieren problemlos, sie scheinen davon absolut nicht betroffen zu sein, aber auf Steam konnten die meisten Spieler am vergangenen Wochenende schon mal gar nicht spielen und auch unter der Woche war jetzt ein Einloggen nicht gerade gewährleistet und viele Spieler laufen deswegen gerade Sturm. In der Vergangenheit gab es immer wieder solche Login-Probleme bei Steam und es ist schon irgendwie seltsam, dass sie bei einem 4 Jahre alten Spiel immer noch auftreten können. Naja, auf jeden Fall ist es ärgerlich für jeden normalen Spieler schon, aber besonders für Vielspieler und erst recht Leute, die ESO Plus besitzen. Also für alle diejenigen, die sogar monatlich dafür zahlen, dieses Spiel spielen zu können. Dass das Ganze ein riesiges Problem ist, ist natürlich auch ZeniMax, dem Entwickler des Spiels, bekannt. Sie arbeiten an einer Lösung. Zumindest sagen sie das und es gab auch ab und an zumindest mal ein kleines Update, das daran gearbeitet wird. Allerdings noch nicht wirklich, worin das Problem eigentlich bestehen könnte. Es heißt lediglich, dass SOS mit Steam oder beziehungsweise Valve, der Firma hinter Steam, redet und an einer Lösung arbeitet. Wobei es dabei leider eher wie ein Ping-Pong-Match aussieht und die beiden immer wieder Schuld hin und her spielen. ZeniMax sagt, ihre Server funktionieren alle problemlos, deswegen würde es auf anderen Systemen ja auch funktionieren und es muss an Valve liegen. Valve sagt natürlich, das Problem liege darin, dass ESO ein Drittanbieter-Login-Prozess verwendet und sie darüber keine Kontrolle hätten und der nicht funktioniert, denn schließlich würden andere Spiele über Steam auch funktionieren. Irgendwo scheint es gerade ziemliche Probleme zwischen den beiden Firmen zu geben und tja, beide schieben sich lieber die Schuld hin und her, als tatsächlich eine Lösung zu finden. Es gibt allerdings ein paar mögliche Lösungen, die gerade im Netz kursieren, die teilweise von Leuten nur aus dem Forum kommen, teilweise aber auch von ZeniMax selbst oder auch von Valve vorgeschlagen worden sind. Das wäre zum einen, dass man das Spiel nicht über Steam startet, sondern stattdessen in die Dateiverwaltung geht und dort die ISO64.exe-Datei sucht, also das Ausführungsprogramm des Spiels. Wenn man sie startet, kann man den Steam-Login damit scheinbar umgehen. Teilweise klappt das allerdings nicht, und zwar vor allen Dingen dann, wenn euer Account noch nie irgendetwas mit der TESO-Website zu tun hatte. Wie ihr vielleicht wisst, muss man ja trotzdem auf der Website von TESO dann einen Account anlegen und diese beiden dann verbinden, eben mit Steam und der Website. Wenn man aber noch nie etwas auf der Website aktiviert hat, beispielsweise ein kleines Pad oder irgendeinen Code eingegeben hat, dann gibt es da oftmals Probleme. Die zweite Möglichkeit besteht darin, seinen Account zu anlinken, sprich, dass man die Verbindung zwischen diesen beiden Accounts, die ja bestehen, trennen lässt. Das ist zwar theoretisch möglich und auf jeden Fall auch eine Lösung für dieses Problem, aber leider funktioniert das für quasi gar keine Accounts. Denn es gibt eine Beschränkung im Support von ZeniMax, die sagt, dass man nur maximal 7 Tage alte Accounts von dem anderen Account bei Steam trennen kann. Alle neueren werden nicht zugelassen. Eine andere und scheinbar von ZeniMax selbst vorgeschlagene Lösung wäre, das Grundspiel erneut zu kaufen und dieses dann nicht mit Steam zu verbinden, sondern eben nur über die TESO-Website zu aktivieren. Das funktioniert zwar für einige, aber das kann doch nicht ernsthaft die Lösung sein und dass sie das überhaupt vorgeschlagen haben, ist absolut lächerlich. Es kann aber nun wirklich nicht wahr sein, dass die Firma, die es nicht schafft, über nun Tage und in diesem Monat Wochen schon die Fehler zu beheben, dass man das Spiel überhaupt starten kann, dass man denen nochmal Geld hinterher schmeißen soll, damit man das wieder spielen kann? Man soll sie also dafür bezahlen, dass sie nicht das Problem lösen, dass man nicht spielen kann? Und trotzdem sind die Reviews ansonsten recht positiv. Klar, die Bewertungen gehen gerade auf überwiegend negativ runter, aber wenn man sich die Reviews durchliest, dann steht da etwas anderes. Denn die Bewertungen sind schlecht, aber die geschriebenen Reviews sind gut. Dort erzählt man weiterhin, wie gut das Spiel sei, dass es Spaß machen würde und dass es sich lohnen würde, nur dass man eben gerade vielleicht nicht über Steam bestellen sollte. Es ist auf jeden Fall ein Beleg für die gute Community, die dieses Spiel aufgebaut hat im Laufe der Jahre. Aber es ist leider auch ein Beleg für das schlechte Handling solcher Situationen auf Seiten von ZeniMax. Bei Twitter heißt es immer wieder von dem offiziellen Support-Account, das Spiel laufe wieder normal, obwohl es das offensichtlich nicht tut. Im Forum wartet man vergebens auf eine Stellungnahme
und auch auf eine Erklärung, was das Problem überhaupt ist. Und als Kompensation erhält man eine Kronenkiste. Also hey, wenn ihr jetzt tagelang nicht spielen konntet, freut euch, sobald ihr wieder spielen könnt, werdet ihr eine Kronenkiste mit völlig zufälligen Inhalten einfach so geschenkt bekommen. Ist das nicht toll? Ja, ich halte nicht viel von Kronenkisten, aber ansonsten finde ich diese Art der Kompensation auch absolut lachhaft und nicht ansatzweise angemessen dafür, dass das einfach so schlecht gehandelt wird. Zu einem Überfluss hat der Patch Mitte der Woche auch noch Cyrodiil scheinbar kaputt gemacht. Es gab ein ungefähr 11 GB Patch und PvP ist dann nahezu nicht möglich derzeit. Ständige Freezes sind an der Tagesordnung, Charaktere fallen teilweise unter die Map und es gibt Bluescreens. Derzeit läuft irgendwie gerade gar nichts. Hoffen wir mal, dass es besser wird, denn etwas anderes können wir leider aktuell eh nicht machen. Wir sind da den Entwicklern des Spiels ausgeliefert. Man kann sich nur beschweren und hoffen, dass sie darauf reagieren. Und ich hoffe inständig, dass sie reagieren und möglichst schnell die Probleme bei Steam beheben. Am besten schon, wenn dieses Video rauskommt, auch wenn ich dann doof aussehe. Aber wenigstens können die Leute auf Steam dann endlich wieder spielen. Für das Spiel, für das sie Geld bezahlt haben. Und das war's dann auch mit diesem, ja, doch recht negativ gewordenen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann nicht mehr zu Login-Themen.